An Schienenfahrzeugen gewinnen Videokameras zur Fahrerunterstützung eine immer größere Bedeutung. Ein grundsätzliches Problem von Außenkameras an Fahrzeugen ist die Verschmutzung und Beschädigung der Sichtscheiben durch Regen, Schnee, Staub, Insekten und aufgewirbelten Sand. Besonders gravierend wird dieses Problem bei schnellfahrenden Fahrzeugen. Im Hochgeschwindigkeitsbetrieb ist in der Praxis bereits nach relativ kurzen Laufzeiten der Fahrzeuge ein deutlicher Verschleiß der Sichtscheiben zu registrieren. Thema für ein Forschungsprojekt. Sein Inhalt? Die simulationsgestützte Entwicklung innovativer, umweltresistenter, aerodynamischer Kameragehäuse. Seit 1999 entwickelt und fertigt die KST GmbH Außenkamerasysteme für Schienenfahrzeuge. Sie kommen an Straßenbahn- und Metrofahrzeugen ebenso zum Einsatz wie an Hochgeschwindigkeitsfahrzeugen im Fernverkehr. Die Professur für Strömungsmechanik der TU Dresden forscht intensiv an Methoden und Modellen zur Berechnung komplexer, turbulenter Strömungen. Sie verfügt über Versuchsanlagen zu deren experimenteller Analyse. Mithilfe numerischer Strömungsberechnungen und der Anwendung von Optimierungsverfahren werden am Rechner Lösungen für eine neue Gehäusekontur erarbeitet. Ziel des Projektes ist es, das Auftreffen von Insekten, Wassertropfen oder Sand auf das Sichtfenster der Kamera zu vermeiden. Kommt es dennoch zur Kollision, sollen auftreffende Partikel oder Tropfen keine Schäden verursachen und nicht auf der Sichtscheibe verbleiben. Im virtuellen Versuch, wie auch im realen Experiment, kommt es darauf an, das Verhalten der Kameragehäuse im praktischen Einsatz realistisch nachzubilden. Die Lösungen werden überprüft. Dabei werden auch extreme Ereignisse wie Vogelschlag getestet. Die in den Simulationen entwickelten und optimierten Konturen können direkt in ein 3D-Format umgesetzt und so für die Fertigung genutzt werden. Zeit- und kostenaufwendige Untersuchungen werden reduziert und der Entwicklungs- und Fertigungsprozess verkürzt. Damit es auch zukünftig heißt, Wind, Wasser, Sand, immer klare Sicht.